und Stuttgart mit dem Anstoß von rechts nach links in den ersten 45 Minuten werden direkt probieren, gegen die TuS Koblenz ihren Stempel aufzusetzen. Es ist das Duell des aktuellen Tabellenzweiten, der mit einem Sieg hier heute auf Platz 1 springen kann, gegen das Schlusslicht der Regionalliga Südwest. Selbes Spiel von Waldminghaus wieder auf Ismail. Boah, der ist mal probiert. Eieieiei. Schengel ziehen sich mit der Defensiv- und Mittelfeldkette tief zurück. Das ist gefährlich. Der Abschluss, Zadach im Nachfassen zur Stelle. Wieder einmal machen sie es hintenrum. Auf der Suche nach dem lösenden spielerischen Element. Ball in die Spitze, nicht ungefährlich. Das ist stark gemacht, das ist richtig stark gemacht. Und das ist Zadach, der im Spitzeneck ist. Starkes Kombinationsspiel. Jetzt erstmal der Standard für Stuttgart. Kopfball allerdings über das Tor. Volkmar. Mit dem Vorstoß Dominik Volkmar. Mal aus der zweiten Reihe und dann ist es das gewesen. Pause. Dickelhuber mit links, Mauersberger mit rechts. Beide stehen bereit. Einer liegt in der Mauer, das dürfte Sülemann sein. Mauersberger macht es. Die TuS allerdings blockt diesen Freistoßversuch ab. Zweiter Ball. Erion Chachiri. Im 1 gegen 1 fehlt es an Optionen. Der Abschluss aus der zweiten Reihe und auch noch abgefälscht. Das ist Chachiri. Dornebusch, Chenay. Nochmal raus auf Shabani, der den nochmal hochbringen kann. Dornebusch allerdings ist zur Stelle. Und jetzt der Konter. Spiel ist unterbrochen. Und man will hier... Es hat einen Aufschrei gegeben. Ich kann es natürlich nicht festhalten, was genau passiert ist. Weil mein Blick auch nicht mehr auf die Szene gerichtet war. Wahrscheinlich auch nicht mehr im Video aufzuklären. Aber es wird hier wahrscheinlich über eine Tätlichkeit gesprochen. Und da ist die Frage ganz entscheidend, was der Linienrichter gesehen hat. Und es gibt die rote Karte gegen... Gegen wen? Es gibt die rote Karte. Für wen? Für einen Stuttgarter augenscheinlich. Gibt es jetzt auch noch einen Elfmeter für die TuS? Wenn ja, dann wäre das eine der kuriosesten Geschichten, die ich seit langem vernommen habe. Ja, es gibt tatsächlich den Elfmeter für die TuS. Und das ist natürlich quälend lang jetzt hier für den Schützen. Der Mann mit der 15, Nico Blank, hat es erwischt. Er wird erst einmal des Feldes verwiesen. Jetzt also Felix Könighaus gegen seinen Namensvetter Felix Dornebusch. Die Monstergelegenheit für die TuS. Könighaus an dem Pfosten. Und die Stuttgarter jubeln natürlich, als hätten sie hier selber getroffen. Entsprechend alle 11 Koblenzer am eigenen 16er. Das Ding ist noch nicht klar. Grigic, ungenauer Ball, es geht in die andere Richtung. Ich sag's nochmal, du musst ständig aufpassen. Das ist Tekerci. Tekerci! Zadach, nächste Abschlussgelegenheit. Und wieder verteidigt die TuS. Und noch einmal verteidigt die TuS. Das ist... Auf Chachiri, Shabani, oh, Zuspiel in die Spitze auf Esmel ist gut! Und wie gut das Ding! Aber am Ende doch nicht drin. Ah, Waldminghaus mit dem Nachsehen gegen Stojak. Nochmal die Flanke und am Zentimeter am Tor vorbei. Die Monstergelegenheit für Daniel Kalajdzic.
Volkmar, Sülemann. Könighaus verliert beinahe den Ball. Zuspiel kommt nicht durch. Und dann ist Schluss. Dietus Koblenz bleibt auch gegen die Stuttgarter Kickers ungeschlagen. 0:0 heißt es nach 90 gespielten Minuten.